Herzlich willkommen zu Tag 40 des Umbaus. Heute geht es um die Fluxbands, die Metallteile einbauen hier, die Bleche davor setzen. Und hier diese Abstandshalter müssen heute auch noch dazwischen vorher. Ja, das Ganze wird etwas schwierig, weil es von hinten angebohrt werden muss. Ich möchte nicht die ganzen Stangen wieder abnehmen. Und ja, mal schauen. Ich habe da Hilfe von meiner Freundin, weil alleine kann ich das nicht alles machen. Halten, festhalten und bohren und so weiter. Mal gucken. Ich hoffe mal, das klappt irgendwie. Dann schauen wir mal später, ne? Bis dann. Jawohl, es ist geschafft. Nach 3 Stunden 45 Minuten ist endlich das vordere Band fertig. Wir haben das Metall endlich schön einbauen können. Das war eine Schweinearbeit. Meine Freundin hatte super Ideen, wie man diese blöden Schrauben befestigt. Das hat dann auch sehr gut geklappt mit dem Halten und dem Anbohren und so weiter. Also, bin ganz zufrieden. Natürlich sind wir wieder nicht perfekt geworden, aber es reicht aus. Ja, genau. Das sieht doch schon mal nach Zeitmaschine aus jetzt. Jetzt kommen noch die hinteren beiden. Mal gucken, wie viele Tage wir dafür noch brauchen. Ein weiteres Stück ist geschafft. 2 Stunden 20 Minuten für dieses paar kleine Stückchen. Da fehlen noch die Schrauben. Und hier oben muss auch noch eine Schelle hin. Oder zwei eher gesagt. Ja, Wahnsinnsarbeit. Und ja, die Bögen muss ich noch rausschneiden, weil die muss ich erstmal sehen, wie das überhaupt passt. Und dann muss ich das jetzt mit einer Schablone dann erstmal erstellen und die Bögen passend ausschneiden. Ja, das sieht schon gut aus. Jawohl, weiter geht's bald mit der anderen Seite.